Hallo. Ich pflege ein bisschen meine Nägel. Ich habe eben schon einen Versuch gemacht, ein Video zu machen. Ich musste mich allerdings ständig und die ganze Zeit räuspern. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. So. Genau, ich pflege sie jetzt ein bisschen, weil ich nämlich nachher baden gehe und ich habe die Nägel eben schon beim ersten Versuch ein bisschen eingekleistert mit Topcoat, so die Spitzen, damit das nachher schön versiegelt ist quasi und nicht so das Wasser zieht. Und sonst quellen die so auf und dann gehen die Nägel kaputt. Und jetzt mache ich noch so ein bisschen Nagel drüber. Das schadet nie. Ich bin aus Versehen ans Mikrofon gekommen, es tut mir leid. Erstmal entschuldige ich mich dafür, dass ich wollte eigentlich ein Halloween-Video machen. Oh, irgendwie sieht man überhaupt gar nichts mal wieder. Ich wollte eigentlich ein Halloween-Video machen, aber ich war mords erkältet. Oh, ich bin schon wieder ans Mikrofon gekommen. Ja, ich war mega erkältet. Ich kam gar nicht klar. Ich weiß nicht, wieso ich mich schon wieder erkältet habe. Ich war letztes erst erkältet. Aber irgendwie hatte ich es schon wieder. Ich weiß auch nicht. Ich musste ständig niesen, wirklich. Normalerweise niese ich immer zweimal und dann ist gut. Und da musste ich teilweise so fünf, sechs Mal hintereinander niesen und ständig die Nase putzen. Dann hat man so mega irgendwann so Kopfschmerzen davon. Das ist einfach super ätzend. Und dann bin ich auch immer früh ins Bett. Und ja, jetzt geht's wieder. Ich bin noch so ein bisschen erkältet, aber es ist auch viel mit Allergie und so. Ich werde das nicht los. Und deswegen kam kein Halloween-Video, aber ich hätte eh keine tolle Idee gehabt, glaube ich. Also, so, hier ist, Gentle Whispering hat so ein richtig cooles Video gemacht. Irgendwie, da ging es um, da war sie so ein Alien, der dich dann so, es war so ein Roleplay halt. Und wir waren quasi beide Alien und sie hat mich in einen Menschen verwandelt, um ihre Mission zu starten auf der Erde und so. War cool. Es gibt schon ziemlich kreative Sachen, die man machen kann, wenn man Roleplays macht. Und naja, heute nur was Einfaches, auch ein bisschen schnell, mehr oder weniger. So, es wird jetzt kein mega langes Video, weil ich das gerne heute noch hochladen würde. Und ja, ich war beim Friseur gestern. Und sie sind jetzt so dunkelblond, sage ich mal. Ich habe wesentlich weniger Geld ausgegeben, als ich gedacht hätte. Letztes Mal haben wir genau das gleiche gemacht, was wir jetzt gemacht haben. Da habe ich 114 Euro ausgegeben. Und diesmal habe ich 67 Euro ausgegeben. Meine Haare waren damals aber auch noch länger. Von daher denke ich mal, dass es daran lag. Wir haben halt erst so ein. Ich dachte, das würde einfach nur die Farbe rausziehen, aber das bleicht auch. Das merkt man auch, die Haare sind ziemlich trocken. Und ja, dadurch sind die jetzt ziemlich hell geworden und die waren knallorange, wirklich, das war ganz krass. Dann haben wir nochmal drüber gefärbt. Und es ist immer so bei meinem Friseur, was die machen. Sieht nicht schlecht aus. Also es sieht nicht scheiße aus. Also es ist okay. Aber es ist meistens nicht so das, was ich wollte. Ich meine, ich bin mit keiner bestimmten Vorstellung reingegangen. Und dann haben wir uns halt ein paar Bilder angeschaut, auch welche, die ich auf dem Handy hatte und so. Und dann haben wir halt gesagt, okay, so hätte ich das dann wohl gern. Mal schauen wir mal, was so hinkriegen. Und dann, ja, hat sie so ein bisschen rumgefragt bei ihren Kolleginnen mit dem Bild und so. Und ich dann so, und kriegen wir es hin? Sie so, ja, das kriegen wir hin. Und das war so ein dunkles Rose Gold und das sieht einfach gar nicht so aus. Das ist einfach wirklich dunkelblond und halt aschig. Mehr oder weniger ist halt so goldig vom Unterton her, nicht mehr rot. Und ja, das ist auch okay. Aber es ist halt nicht das, was ich wollte. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht zum anderen Friseur gehe. Ich weiß noch nicht zu welchem. Mal schauen. Oder ob ich habe jetzt erstmal mutig wie ich bin, habe ich mir auf Amazon Directions bestellt. Ich habe damals mit Directions, mein Bein juckt, habe ich mir immer die Haarspitzen, ja, bis Moment,
Ja, bis da so habe ich die immer gefärbt. So richtig so Dip-Dye, so bunt. Meistens so rot oder ich hatte auch, glaube ich, violett. Also ich hatte rot, violett und blau. Und das habe ich immer gemacht. Und das heißt ja immer, Directions würden die Haare nicht kaputt machen. Das stimmt aber nicht. Also wenn man das wirklich über längere Zeit hinweg damit färbt, dann ist es schon Farbe. Es ist zwar so semi-permanente Farbe, die sich auch wieder auswäscht, aber auch nicht zu 100%. Also auch bei dunkelbraunem Haar sieht man, es wird dann halt irgendwie so heller und komischer und die Farbe ist nicht mehr so schön. Aber es ist noch da. Irgendwann auch nach 20 Haarwäschen. Und ich habe auch gelesen, dass wenn man richtig blond ist und da jetzt irgendwie mit Lila drüber färbt, dass das halt wirklich... Verzeihung, ich muss einen Schluck trinken. Dass es dann wirklich auch drin bleibt und man das wieder rausbleachen müsste. Also muss man schon vorsichtig sein. Man, ätzend. Und ja, aber ich... habe jetzt so Lavendelfarben gekauft, so lila und ein Pastellpink. Und zwar möchte ich damit ganz gerne gucken, dass ich das, man mischt das dann so in weißen Conditioner. Es muss dann schon weißer sein, irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weißen Conditioner und dann färbt man das quasi damit. Das ist dann nicht so angreifend und man hat davon mehr. Und das ist dann quasi so eine Art Toner, dass ich halt das Lila habe mit diesem kühlen Unterton, dass das Gelb ein bisschen ausgleicht, dass ich vielleicht aschiger werde. Es tut mir leid. Aber wenn ich jetzt warte, bis ich nicht mehr räuspern muss, dann kommt das Video nicht mehr online und naja, es tut mir leid. Dass ich dann so einen aschigen Unterton vielleicht habe. Und das Pink für dieses, vielleicht mal gucken, ob ich es hinkriege, dieses Rose Gold hätte ich halt ganz gern. Es fehlt halt nur noch so ein bisschen was dazu. Und mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich probiere das halt erstmal an der Strähne aus. Ich bin bei weitem nicht mehr so mutig wie damals, wo ich einfach gefärbt habe. Und egal, wie es aussah, so richtig diese Farben aus der Drogerie benutze ich nicht mehr, weil es wird grundsätzlich immer viel zu dunkel. Also es wird meistens viel zu dunkel, viel zu rot oder es passiert gar nichts. Und das möchte ich einfach nicht, das Risiko eingehen. Wie ätzend ist das bitte mit dem Räuspern? Das möchte ich einfach nicht eingehen, dieses Risiko, weil ich jetzt so viel Geld ausgegeben habe, um heller zu werden. Und... ich möchte jetzt nicht wieder mit irgendeiner Farbe beigehen, vor allem, weil es diese Farbe, die ich will, gar nicht so gibt. Witzig auch, ich habe sie dann so gefragt, wo wir preislich denn so stehen, als sie mir das alles erklärt hat. Dann ja, hat sie nochmal nachgefragt und dann ja, meinte sie so, ja, so 60 Euro werden das schon werden. Und ich dann nur so, ach, das geht ja noch. Und sie so, was, wirklich? Naja, ich so, ich habe mit jetzt um die 120 Euro gerechnet oder so. Und naja, aber es war schon... günstig, sag ich mal so. Also ich fand es wirklich gut. Ja, weil mit so Bleaching-Kram und sowas, das würde ich mich niemals zu Hause trauen. Es gibt Leute, die machen das alles zu Hause. Aber es gibt auch Leute, die machen alles zu Hause und denen fallen nachher die Haare halb aus. Komplett halb. Aber was auch immer. Und das will ich einfach nicht. Deswegen mache ich sowas beim Friseur. Aber ich werde vielleicht die nächste Zeit mal einen anderen Friseur ausprobieren, weil die wissen halt nicht so genau, was ich will. Ich kann es nicht erkennen. Ich kann ihnen ein Foto zeigen und das wird trotzdem nicht so. Das ist halt ganz komisch. Und vielleicht einfach mal zum Friseur gehen, der besser sich mit so auch so Trendfarben auskennt vielleicht. Weil er fällt mir in der Stadt. Denn ich bin halt jetzt hier auf dem Dorf beim Friseur. Also nicht Dorf, es ist schon Flecken. Da gehen halt viele ältere Frauen hin und ältere Herren zum Haare schneiden und Dauerwelle machen und so. Aber so, ich glaube, von so Trendfarben zum Beispiel haben die nicht viel Ahnung. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte gerne Granny Hair oder so, wisst ihr, dieses Graue oder sowas, ne? Ich glaube nicht, dass das unbedingt zu deren Stärke ist, sowas zu färben. Und dann sollte man vielleicht doch lieber zum Friseur in die Stadt gehen, wo wirklich auch
viele junge Leute hingehen, die mit sowas dann kommen, die sich dann auch wirklich irgendwelche Workshops reinziehen oder so. Die sich auch wirklich so Workshops reinziehen und denke ich mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Sarah das machen, auf jeden Fall, die das dann wirklich so auch aktiv lernen und auch öfter mal machen, solche Trendfarben zu machen. Und ich rede jetzt nicht von einfach nur bunt oder so, sondern wirklich irgendwelche Schimmer und hast du nicht gesehen, jetzt dieses Rose Gold auch. Und ja, und ich glaube auch, dass die es einfach nicht könnten, so diese zum Beispiel, es gibt ja diese heftigen Rainbow Hairs und Mermaid und so. Ich glaube nicht, dass die das bei meinem Friseur hinkriegen würden. So. Und naja, die haben so dieses, ja, das Grundhandwerk und sowas. Und färben können ja alles schon, aber halt nicht so cool, wie ich es halt gerne hätte. Ja, aber neue Friseure ausprobieren ist immer so eine Sache, ne? Man traut sich irgendwie nicht, wenn man halt bei denen noch nie so wirklich mega unzufrieden war. Dann traut man sich halt nicht zum anderen Friseur zu gehen, der vielleicht alles kaputt macht. Das wäre echt doof. Mhm. Aber ich werde es trotzdem probieren. Ich werde mich mal ein bisschen umhören bei Freundinnen. Es gibt halt in Hamburg diesen mega tollen Star-Friseur, aber das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Das muss auch schon irgendwie bezahlbar bleiben. Und ich will jetzt auch nichts Neues oder heller werden oder so. Einfach nur so dieses Rose-Goldige darüber haben. Ich probiere das jetzt erstmal aus mit den Directions und wenn das nicht funktioniert, dann ja, ich werde auch dann, denke ich mal, demnächst in den Friseurbedarfsladen gehen und mir da dann Silbershampoo holen, weil das aus der Drogerie halt einfach nichts bringt. Und einfach damit ich, weil ich habe halt wirklich, die Haare waren orange. Und wenn ich das jetzt einfach immer wieder wasche mit normaler Farbe, wird es nachher wieder orange werden. Das ist jetzt halt schon so ein leicht goldiger Unterton, so orange-mäßig. Also nicht orange, aber vom Unterton her so. Ja, in der Sonne halt, sieht man es, ne? Aber ich hätte halt gern, dass es schön aschig bleibt. Und wenn man da ein bisschen mit Silbershampoo drüber geht, dann geht das. Weil jetzt haben die halt wirklich keinen Rotstich mehr. So gar nicht. Was auch okay ist, was ich auch wollte. Aber jetzt helfen vielleicht auch Silbershampoos, das ein bisschen vorzubeugen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, eine Freundin meinte auch so, ja, du musst Silbershampoo benutzen, hast du richtig schön silbernen Schimmer. So ist das ja gar nicht. So funktionieren die überhaupt nicht. Wenn man jetzt platinblonde Haare hat und die einen krassen Gelbstich haben, kannst du den vielleicht so ein bisschen damit neutralisieren, aber der wird nicht komplett weggehen, weil diese Farbe einfach nicht stark genug ist in den Conditionern. Da musst du halt wirklich dann schon so wirklich halt, ich habe zum Beispiel jetzt für meine dunkelbraunen Haare hatte ich so einen Color Conditioning Shot und da ist wirklich auch Farbe drin und das färbt auch toll die Badewanne ein. So ein bisschen, das hat er wirklich auch so ein bisschen gefärbt, aber dieses Silbershampoo und so, vor allem aus der Drogerie, es bringt einfach gar nichts. Du kannst es damit vielleicht ein bisschen vorbeugen und hinauszögern, dass es wieder gelblich wird, auch mit denen aus dem Friseurbedarfsladen, aber wenn es wirklich Gelbstich hat, dann musst du nochmal drüber blondieren, das geht nun mal nicht anders. Und ja, aber vielleicht, wenn ich mir das hole, bringt es halt vielleicht ein bisschen was, dass es aschiger bleibt und der Ton nicht so orange wird. Und ja, ich probiere dann halt diesen Lavender-Ton aus. Lavender Pastel Pink. Ich kann euch dann ja sagen, wie es geworden ist. Ich habe auch mal so Rose Gold Hair auf YouTube angegeben und die Leute haben sehr unterschiedliche Ansichtsweisen von dem, was Rose Gold ist. Bei einigen ist es wirklich einfach nur blond irgendwie, keine Ahnung. Bei anderen ist es wirklich pink. Es ist ja kein Rose Gold. Und naja, also Rose Gold finde ich halt wirklich so wie der Schmuck. Es gibt ja auch Rose Gold Schmuck. So, und das finde ich halt voll schön. Und wenn die Haare halt so wären in der Farbe, wäre das halt total schön. Ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ja, ich habe eigentlich noch voll das schöne Thema, über das ich gerne reden will, aber ich glaube, das spare ich mir auch für meinen Silvester-Video quasi, so Ende des Jahres. Könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, worum es geht. Einfach, ja, so ein Thema habe ich halt noch. Und ja, für Weihnachten überlege ich mir nochmal was. Vielleicht mache ich auch mal eins, wo mein Gesicht sieht. Mit der neuen Haarfarbe. Ich bin übrigens gerade voll im Chill-Modus. Ich habe Bademantel an und so. Bin noch in Schlafklamotten, weil ich schnell das Video machen wollte. Damit ich es auch noch hochladen kann. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich mich ein paar Mal geräuspert habe. Es ist einfach voll doof.
Aber wenn es, ich meine, ich bin momentan noch so ein bisschen am Kränkeln. Man hört es auch an der Stimme. Es ist auch teilweise einfach allergisch. Und ich weiß nicht, ich kriege so die perfekten Videos nie hin. Und ja, aber mal gucken, was so kommt. Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Das ist so unnormal. Und dann gehe ich eine Freundin besuchen. Und dann gehen wir schön japanisch essen und so. Weil ich mal richtig Lust habe, so eine richtig gute Ramen-Suppe zu probieren. Beim so einem richtigen japanischen Restaurant und so. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe nicht so wirklich Lust aufs Arbeiten, muss ich sagen. War das bestimmt voll stressig würde in der Weihnachtszeit. Und naja. Aber ich frage auch dann demnächst mal meine Chefin, ob eventuell die noch jemanden bräuchten, der Teilzeit arbeitet. Weil momentan ist es so, ich bin ja nur Aushilfe und ich darf ja nicht mehr als 450 Euro verdienen. Sonst muss ich da Steuern von abzahlen. Und ich mache ständig Überstunden. Und das ist Geld, also es sind Stunden, die ich ja bezahlt bekommen müsste, aber ich sehe das Geld halt erstmal nicht. Und ich mache jeden Monat aber ständig wieder neue Überstunden. Es wird eigentlich immer eingeplant, dass ich die abtrottel so langsam, ne? Also weniger arbeiten muss im Monat und das dann ausgeglichen wird mit den Überstunden. Aber es wird halt nie so. Denn nachher ist jemand krank, jemand ist im Urlaub und ich muss einspringen oder so. Und ich sammle immer mehr Überstunden an. Und sagen wir mal, ich arbeite noch bis Juni nächstes Jahr und ich habe immer noch Überstunden übrig. Das ist einfach Geld, was ich ja so gebrauchen könnte, auch das Geld für die Überstunden halt, dass ich ja arbeite und ich könnte es jetzt gebrauchen, aber ich bekomme es jetzt einfach nicht, weil ich nicht darf und die auch nicht dürfen. Und deswegen habe ich halt gedacht, wenn ich Teilzeit arbeite, arbeite ich natürlich noch ein bisschen mehr und sowas, aber ich bekomme das Geld wenigstens direkt. Ich muss mal meine eine Kollegin fragen, die ist jetzt auch von Aushilfe auf Teilzeit gegangen und sie arbeitet schon ziemlich viel, also eigentlich schon fast mehr so eine volle Stelle. Aber vielleicht wird das dann ja auch ein bisschen weniger für sie, wenn ich Teilzeit mache. Aber ich muss sie mal fragen, ob sich das mit den Steuern lohnt, weil ich halt schon natürlich was abzahlen muss ordentlich dann auch. Und dann muss ich sie mal fragen, ob sich das lohnt mit den Steuern. Aber es ist halt einfach Geld, was ich gebrauchen kann, was ich sparen könnte für meine nächste Wohnung und sowas. Und ja, es ist einfach so ärgerlich, wenn du die ganze Zeit arbeitest und arbeitest und du kriegst halt, ich krieg halt jeden Monat die gleiche Summe, weil es immer abgerundet wird und dann wird das halt immer weiter draufgerechnet auf die Überstunden, was übrig bleibt. Und das wird immer mehr und mehr und jetzt habe ich mein Praktikum schon hinter mich gebracht und so. Und selbst da habe ich die Überstunden nicht komplett aufgebraucht. Da waren noch 7 Überstunden übrig, obwohl ich 2 Wochen nicht da war. Also es lohnt sich irgendwie nicht und ich bräuchte das Geld halt schon jetzt. Das ist halt super ärgerlich. Deswegen muss ich das mal irgendwie fragen, ob ich ab nächstes Jahr vielleicht Teilzeit mache. Ich weiß ja nicht, ob die jemanden brauchen oder ob die noch eine weitere Teilzeitkraft bezahlen können. Das ist ja auch so ein Ding. Aber letztendlich, wenn ich die Überstunden bis Juni nicht losgeworden bin, dann quasi kündige ich zwar bis Juni, aber wahrscheinlich lassen die mich noch einen Monat länger eingestellt, damit sie mir den Monat quasi, damit ich dann arbeite ich zwar nicht, aber ich bekomme das Geld. So, das ist halt total unlogisch, aber es geht halt nicht anders und ich arbeite ja auch nicht umsonst, ne? Also ich hätte das Geld, würde ich schon irgendwann gern sehen. Aber naja, das Video wird wieder sehr lang. Mal gucken, ob ich das nächste Woche schaffe. Ich habe nächste Woche einen Arbeitsamttermin. Das ist voll doof, ey. Ich habe den 9:30. So, ich muss einmal umsteigen mit dem Bus. Und ich bin kurz nach neun, also 8:58 bin ich an der einen Bushaltestelle laut Plan. Bin ich da und 9:05 fährt der Bus, in den ich umsteigen muss. Das schaffe ich niemals. Mein Bus kommt 100%ig später. Dann verpasse ich den und ich komme nicht rechtzeitig zum Arbeitsamttermin und dann war es das. Also es ist nichts Wichtiges, es ist nur so ein Beratungsgespräch für Ausbildung, bla bla. Aber jetzt muss ich eine Stunde früher hinfahren, weil unser Bus nur einmal die Stunde fährt, muss ich eine Stunde früher dahin fahren, dann muss ich eine Stunde warten, zum Glück gibt es einen Burger King und sowas, aber ich muss echt eine Stunde früher hinfahren, damit ich dann da hinkomme und das ist so ätzend. Aber danach gehe ich noch schön in die Stadt, ein bisschen gucken und dann gehe ich vielleicht auch mal zu ein, zwei Friseursalons und frage da mal nach, so hier, das hätte ich gern, können Sie es machen, obwohl ich probiere es, glaube ich, lieber erstmal selber aus und dann frage ich, weil das ist ja, spart ja Geld, ne? So, ich werde schon wieder etwas lauter.
Und deswegen, ja, werde ich jetzt das Video beenden. Und das Wetter ist zwar ganz, ganz fürchterlich, aber ich finde, es ist auch mal ganz okay. Jetzt kommt so der Winter langsam und dann ist man auch gerne mal drin, wenn man halt drin sein kann. Und ja, diese Nägel sind ganz krass neonpink. In der Kamera kommt das leider nicht so rüber, aber ich werde das jetzt auch wieder umändern, weil nach dem Baden mache ich die dann neu. Und ja, mal gucken, wie ich es nächste Woche schaffe. Und dann sehen wir uns. Meine Mutter schreit gerade den Hund an. Ich glaube, sie hat bei uns wieder in die Wohnung gepinkelt. Sie ist halt alt und deswegen kann sie es nicht mehr so richtig halten. Ich bin gerade unkonzentriert und deswegen werde ich das Video beenden und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss!